Teenager-Mütter sind Mädchen und Mutter zugleich. Sie stecken mitten in der Pubertät und haben selbst schon ein Baby. Bitte sei mal leise, wein nicht so viel. Kann man aber nicht abstellen. Ein Leben zwischen Kind und Chaos. Für manche kaum zu schaffen. Wenn ich alleine leben würde, würde mein Kind verhungern und ich auch. Was passiert, wenn die jungen Mütter erwachsen werden? Dann hat die vom Jugendamt gesagt, wenn ich nicht aufhöre zu weinen, dann darf ich sie nie wiedersehen. Was wird aus ihren Träumen von einer Familie? Mutter braucht ihr Kind. Und das 24 Stunden 7. 2,5 Jahre haben wir Teenager-Mütter begleitet. Wenn junge Mütter an ihre Grenzen stoßen, leisten die Betreuerinnen im Flensburger Mutter-Kind-Heim sofort erste Hilfe. Darf ich mich hier hinsetzen? Was war jetzt los? Das regt mich auf, sowas. Ja, das ist ja auch, guck mal, und deine Kleine regt es auch gerade auf. Die müssen wir jetzt erstmal beruhigen. Schaffst du es hier, dein Kind zu beruhigen? Guck mal, Mama ist gleich wieder normal. Komm mal zur Ruhe. Guck. Klappt, ne? War das aufregend hier? Ich versuche, den Stress ein bisschen abzubauen, diese Überlastung ein bisschen runterzuholen, um ihr auch zu zeigen, das, was sie erlebt, erlebt ihr Kind 1:1 mit. Und das haben wir auch eben gerade gesehen. Ne? Die Kleine dann leiser und ruhiger wurde, wenn Mama sich wieder runterlevelt. Das ist eigentlich immer das Schwierigste. Ja. Also es geht dann viel um eigene Bedürfnisse, um die eigenen Befindlichkeiten. Und das Kind reagiert eben sofort. Und Vanessa, wie wär's jetzt, wenn du jetzt alleine wohnen würdest? Das würde ich mir selbst gar nicht zutrauen. Alleine mit deiner Tochter? Ja, würde ich mir gar nicht zutrauen. Was würdest du mir gar nicht zutrauen? Ohne Hilfe zu leben, ohne Unterstützung und vor allem das Geld. Das ist ganz schlimm. Aber ich glaube wirklich, wenn ich alleine leben würde, würde mein Kind verhungern und ich auch. Vanessas Rettung war das Haus Regenbogen. Hier können Teenager-Mütter ankern, wenn ihr Leben in Turbulenzen geraten ist. 2016 besuchen wir die Bewohnerinnen zum ersten Mal. Vanessa ist damals 19. Vor einem halben Jahr hat sie ihr zweites Kind bekommen. Hochschwanger ist gerade die 16-jährige Kira eingezogen. Und Alicia erwartet in 2 Wochen ihr erstes Kind. Dass sie jetzt in der Mutter-Kind-Einrichtung lebt, ist eine Entscheidung des Jugendamts. Als werdende Mutter ist sie hier besser aufgehoben als in ihrem Kinderzimmer. Die Schwangerschaft hatte sie zunächst gar nicht bemerkt. Meine Mama, die hat dann festgestellt, dass ich schwanger bin oder hatte die Vermutung, hat abends einen Schwangerschaftstest gekauft. Der war direkt positiv, aber ich habe trotzdem gewartet, weil ich dachte halt, kann nicht sein. War es dann doch. Eine Woche später hatte ich einen Frauenarzttermin. Da habe ich dann mein erstes Ultraschallbild bekommen. Da war ich in der 7. Woche. So. Noch ganz, ganz klein war das da. Richtig süß. Und dann wusste ich. Als ich beim Frauenarzt war und der das Bild gemacht hat, da war ich echt kurz vorm Heulen. Ich fand das so süß. Aber ich bin ja jetzt schon ein bisschen weiter. Und als ich dann die ersten Herztöne gehört habe, das war am besten. Das war das Schönste. Teilen kann sie ihr Babyglück nicht. Der Vater ihres Kindes ist ein Freund aus der Schule. 6 Monate war sie mit dem 17-Jährigen erst zusammen. Die Konsequenzen trägt Alicia jetzt alleine. Als ich den Test gemacht habe, habe ich mit ihm telefoniert. Und dann ist meine Mama ans Telefon gegangen, hat zu ihm gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist Vater. Daraufhin hat er halt nicht geredet, aber meine Mama hat weitergeschnackt. Dann bin ich rangegangen, dann hat er aufgelegt. Dann waren wir ungefähr noch bis zum 4. Monat, also als ich im 4. Monat war, zusammen. Dann hat er Schluss gemacht und sich halt nicht mehr gemeldet. Wie ist das für dich? Sehr schlimm. Ich hänge noch sehr an ihm. Leider, aber... Vanessa entschied sich für ein Leben im Mutter-Kind-Haus, um nicht von ihrer Tochter Nele getrennt zu werden. Sie ist quasi Mutter auf Bewährung. Denn bei ihrer älteren Tochter Leonie, Neles großer Schwester, war sie der Aufgabe nicht gewachsen gewesen. Weil das Jugendamt Vanessa für nicht erziehungsfähig hielt, kam das Neugeborene damals wenige Tage nach der Geburt in Obhut. Kurz darauf wurde sie erneut schwanger,
diesmal mit Nele. Mit ihrem Freund träumte die Hauptschülerin wieder von einer eigenen Familie. Dann gingen wir davon aus, dass mein Ex-Freund der Papa ist, war dann aber nicht so. Und dann kam raus, dass mein anderer Ex es war. Und naja. Wie kam das raus? Durch die Farbe. Ihr Papa ist Ausländer, er ist Südamerikaner. Ja. Und wie haben die Ex-Freunde reagiert? Naja, die waren meine beste Freunde. In dem Moment muss ich dem beichten. Ja. Unter Aufsicht soll Vanessa erwachsen werden. Mit allen Pflichten, Hallo. Die dazugehören. Einmal Zimmerkontrolle? Ja. Hast du schon was getan? Ja, ein wenig. Das gefällt mir gar nicht. Die Flaschen. Ich weiß. Alle aus dem Bett. Ja. Das Bett ist kein Stauraum. Ja, diese ganzen Müllflaschen halt, ne? Da die ganzen, also es ist eine Ablage und ein Bett ist keine Ablage. Das Bett soll zum Schlafen da sein und zum Kuscheln da sein. Kuscheln mit ihrer Tochter und da hat Müll einfach nicht zu suchen. Ist das auch gefährlich? Gefährlich auf jeden Fall. Die Nele kann sich das in den Mund stecken, die greift nach allem und die krabbelt auch, na krabbelt nicht, dreht sich, kann dort ran. Und da sehe ich zum Beispiel einen Kugelschreiber, mit dem Nele sich verletzen kann. Und dann steckt sie sich in den Mund. Ne? Das ist höchst gefährlich, meine Liebe. Ja. Ich muss das mir selber beibringen. Meine Mutter und mein Papa, die waren nicht so auf die, wie soll ich denn sagen, auf die Art Erziehung so genau, sag ich jetzt mal. Die haben nicht drauf geachtet? Nee, gar nicht. Und wie war es dann zu Hause? Chaotisch. Also nicht so toll, sag ich mal. Okay. Ich habe noch gar nicht unter das Bett geguckt, Vanessa. Unterm Kinderbett sind so viele Schnullis. Suchst du Schnullis? Ja. Oh, gleich ziehst du mal das Kinderbett bisschen weg, dass du die mal mit aufsammelst. Guck mal, dann würdest du, ne? Guck mal, da sehe ich noch einen, 4 Schnuller. Ja. Ne, dann brauchst du dein Elterngeld halt nicht anbrechen, um neue Schnuller zu kaufen. Ja, das stimmt. Das Ziel jeder Mutter ist ja, mit ihrem Kind auszuziehen. Ne? Das ist das jede Ziel. Und deswegen ist es für uns wichtig, die Mütter anzuleiten, ihre Räumlichkeiten, wo sie wohnen oder auch andere Gemeinschaftsräume sauber zu halten, wie es auch später sein soll mit ihren Kindern. Bei Alicia wächst die Ungeduld. Ihr Geburtstermin steht kurz bevor. Ich habe einen Schlafanzug vorbereitet, den fand ich so süß. Und dann habe ich so einen Schlafsack. Ich weiß zwar nicht, was das wird, aber ein bisschen rosa kann ein Junge, denke ich, auch vertragen. Und ich fand das so schön dick und ich denke, das ist gut fürs Kind. Und möchtest du nicht wissen, was es wird? Nee, ich möchte mich überraschen lassen. Ich mag diese Aufregung und ich hoffe ja, dass es jeden Moment losgeht. Und deshalb, wenn es da ist, dann ist alles fertig. Ihr Ex-Freund wird sie nicht ins Krankenhaus begleiten. Er hat sich gegen das Baby entschieden. Die Vaterrolle will er nicht übernehmen. Verarbeitungsversuche per Video. Ich lass dich gehen, halt dich nicht fest, verliere nicht den Mut, den dich gehen lässt. Es ist nun Zeit, für dich zu gehen, um frei zu sein. Ich hoffe, dass wenn das Kind da ist, er sich vielleicht mal meldet, dass mein Baby auch den Papa kennenlernen kann. Im Nachbarzimmer kämpft Vanessa gegen das Chaos. Aufräumen und Zuverlässigkeit hat sie in ihrem Elternhaus nicht gelernt. Jetzt soll sie plötzlich alles besser machen. Kein Kinderspiel. Musst du dich richtig beweisen? Ja, richtig beweisen. Worum geht's da? Dass ich beweise, dass ich mit meinem Kind umgehen kann und keinen Alkohol zu mir nehme, regelmäßig. Und wovor hast du jetzt Angst? Dass sie mir weggenommen wird, wie bei der ersten. Dass ich irgendwas falsch mache und sie weg ist. Und kann das passieren? Jederzeit, klar. Im Haus Regenbogen schafft es nur etwa jede zweite Mutter. Die Hälfte scheitert an der neuen Aufgabe und wird von ihrem Baby getrennt. Damit das Vanessa nicht wie bei ihrem ersten Kind passiert, bekommt sie immer wieder Unterstützung. Ja, da bist du ja. Ja, da. Ich warte hier schon auf dich, schon alles vorbereitet. Musst du mein Zimmer noch machen? Oh, war das in Ordnung? Ja, na, das hört sich nicht so an, wenn du noch machen musstest. Vanessa hat bei der letzten Sitzung einen Familienstammbaum erstellt. Das sogenannte Genogramm soll bei der Frage helfen, was ist wann schiefgelaufen. Kannst du dich noch erinnern, was wir alles geschrieben haben? Ich muss mal gucken, wer alles drauf ist. Also hier bin ich,
Hier ist meine erste Tochter. Hier ist meine zweite Tochter. Die habe ich hier bei mir. Hier ist mein Papa. Hier ist meine Mama. Hier ist meine Tante. Kannst du das sagen, wo wir hinwollen? Dass ich später alleine leben kann, ohne dass ich irgendwie in die falsche Bahn gelange, sage ich jetzt mal. Und was wir vor allen Dingen gucken, ist, wie ist ihre Geschichte und wie könnte sie die verändern, um es nicht eins zu eins an ihr Kind weiterzugeben. Und wie war deine Kindheit? Scheiße. Richtig scheiße. Dafür gibt es eigentlich gar keine Worte, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wo sich meine Eltern getrennt hatten, dann hat meine Mutter einen Unfall. Und dann bin ich zu einer Freundin gekommen und dann ins Heim und von Heim in eine Pflegefamilie. Und dann von der Pflegefamilie allein wohnend, kurzzeitig mit meinem damaligen Freund. Und dann hierher. Ja. Im Mutter-Kind-Haus bleiben sie, bis man ihnen zutraut, alleine mit ihrem Baby zurechtzukommen. Hier lernen sie alles, was dazugehört. Auch putzen und kochen, wie in einem ganz normalen Haushalt. Erwachsen werden im Schnelldurchlauf. Gar nicht so einfach. Anfangs habe ich gar nicht im Haushalt bei uns zu Hause geholfen und so. Mama war immer da und sie hat gemacht. Ja. Und jetzt? Muss ich eigentlich alles alleine machen. Ist das eine große Umstellung? Ja, auf jeden Fall. Und an die Zeiten, die man aufstehen soll, zum Essen runterkommen soll, Abendbrot. Das hatten wir zu Hause alles nicht so. Das ist doch ganz schön anstrengend. Den Überblick behält hier nur eine. 10 vor 12. Und um 12 sollen wir essen. Das schaut wenig. Das habe ich mir gedacht. Das gucke ich mir gleich mal an. Aber hier müssen wir ein bisschen Gas geben. Und wie viele musst du noch braten? Ich schätze mal, wie lange das dauert. Und Soße müsst ihr auch noch machen. Ja. Das wird eng. Ja. Das heißt, ihr könnt schon mal allen Bescheid sagen, dass wir später essen. Beim Kochen legen wir tatsächlich Wert, dass die Frauen gucken, wie viel brauche ich, wer ist eigentlich da, was will ich eigentlich machen, in welcher Reihenfolge. Also jetzt sehe ich hier, die Kartoffeln kochen vor sich hin, das Gemüse ist aber schon fertig. Das wird kalt werden, bis alle da sind. Und das üben wir. Also ich glaube, in eurem Fall muss ich nicht so gucken, ob ihr richtig kocht, das können die. Aber das mit der Organisation, das hakt so ein bisschen. Wir müssen lernen, wann wir anfangen sollen. Zum Beispiel. Hättet ihr früher anfangen müssen? Ja. So. Ganz klar, ne? Das war zu später mit dem Gemüse, früher mit dem Fleisch. Ja. 15 Minuten später ist die zuständige Küchenbrigade soweit. Auf dem Tisch kaltes Buttergemüse, Schnitzel und Kartoffeln. Alle können sich hinsetzen und mit etwas Verspätung essen. Alle bis auf eine. Gegessen hat sie. Ja. Ich wollte nur ein bisschen stehen. Babys first. Vanessas Hunger muss warten. Also ich muss mich mit ihr jetzt bewegen, dass sie runterkommt und eventuell einschläft. Und hättest du das Leben mit Kind denn so vorgestellt? Eigentlich nicht. Und ich ehrlich bin, ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt. Aber ja, ich nehme es so hin, wie es ist. Und das Haus Regenbogen, ihr Zuhause auf Zeit. Die eigentlichen Herausforderungen beginnen dann, wenn sie mehr Verantwortung übernehmen müssen. Alicia wird demnächst allein für ihr Kind verantwortlich sein. Kira möchte auch nach der Geburt weiter zur Schule gehen. Und Vanessa will Nele unbedingt behalten. Dass nichts nach Plan laufen wird, ahnen sie noch nicht. 4 Wochen später zeigt die Storchenfahne an, die Babys sind da. Alicia hat ihre Tochter Zoe genannt. Freundin Kira hat einen Jungen zur Welt gebracht. Er heißt Luis. Für die Mädchen eine große Umstellung. Richtig glücklich scheint Alicia noch nicht. Da habe ich mir schon lange gewünscht und ich finde es auch schön, aber der Partner fehlt halt. Wie hat er reagiert? Überhaupt nicht. Also ich habe ihm geschrieben, eine SMS, nachdem sie da war, aber keine Reaktion. Wie ist das für dich? Natürlich nicht einfach, aber ich kann es ja nicht ändern. Und wie willst du in Zukunft damit umgehen? Ich versuche einfach weiter, dass er vielleicht die Kleine mal sehen will oder wie auch immer. Ja. Bei Kira ist das anders. Ihre erste große Liebe Marvin ist noch immer an ihrer Seite.
Als sie schwanger wurde, waren sie erst ein Jahr zusammen. Kira ging noch zur Schule. Zögern ließ sie das nicht. Abtreibung kam nie in Frage bei mir. Marvin stand auch gleich zu mir. Und jetzt? Auch noch. Kommt er dich besuchen? Ja. Wie ist das für dich? Also schön. Also es ist zwischendurch mal anstrengend, weil Freund und Kind ist nicht gerade einfach auf den ersten Blick. Aber es ist doch zwischendurch mal schön. Doch bald wird Kiras und Marvins Beziehung auf die Probe gestellt werden. Vanessas großes Problem bleibt, Ordnung in ihr Leben zu bringen. Im Großen wie im Kleinen. Sie hat ihre schmutzige Kleidung in der Waschküche vergessen und bekam von den Erzieherinnen gleich die Quittung. Was ist da jetzt passiert? Ja, meine Wäsche wurde jetzt rausgelegt, weil ich sie nicht gewaschen habe und nicht hochgeholt habe. Dann habe ich hier einmal die trockene Wäsche und einmal hier die nasse Wäsche. Das heißt, ich muss sie jetzt noch mal waschen. Wenn ich sie bis morgen früh wieder nicht gewaschen habe, kommt sie wieder raus. Und wenn sie dann bis morgen Abend theoretisch nicht weg ist, kommt sie im Müll. Doch jetzt sind erst mal die anderen mit Waschen dran. Für Vanessa bedeutet das, alles wieder reinschleppen. Für erwachsene Menschen kein großes Problem. Aber für eine 19-Jährige, die ohne mütterlichen Beistand ein Kind großziehen soll, ist das an diesem Abend eine Riesensache. Man merkt, man muss Verantwortung tragen. Und das ist echt manchmal so ein ganz ungewohntes Gefühl. Genau. Das ist noch schwer. Ja, man merkt auch diese Anspannung im Körper dann, dass was Neues auf einen zukommt und ja. So. Zweimal im Monat gibt es Taschengeld. Alle auf einmal. Auch der Umgang mit Geld muss erst gelernt werden. Der Rest kommt wieder rein. Das Taschengeld ist tatsächlich dazu da, um zu üben, mit Geld umzugehen. Und wir zahlen das zweimal im Monat aus, weil die ganze Summe schon zu groß ist für manche. Also manche können es auch gut, aber es gibt auch welche, die haben morgen dann den Umschlag leer. Genau. Und deshalb müssen wir das so ein bisschen staffeln und mit dem Taschengeld üben wir, mit Geld umzugehen. Guckst du einmal und zählst einmal nach, ob das stimmt? Stimmt. Wie viel Taschengeld bekommst du da? 140. 100. Nee, Taschengeld 105, Entschuldigung. Und 35 Euro Bekleidungsgeld. So rum. Und teilst du das auf? Ja, einmal 50 und einmal 55. Warum? Warum? Weil ich vor allem sehr viele Schwierigkeiten damit habe und auch sehr viele Schulden habe dadurch. Und ja. Wie hast du das früher gehandhabt? Ich hab's einfach genommen vom Konto und ausgegeben, was mir gefallen hat. Ich hatte kein Essen zu Hause, kein Trinken zu Hause, kein Tabak zu Hause und ja. Die neuen Bewohner im Haus Regenbogen sind nicht zu überhören. Der sogenannte Mutterschutz ist vorbei. Nun muss sich Alicia nicht nur um ihr Baby, sondern auch wieder um die gemeinschaftlichen Aufgaben im Haus kümmern. Langsam beginnt sie zu begreifen, was es bedeutet, 24 Stunden am Tag Mutter zu sein. Wenn sie so schreit und man sie nicht beruhigt bekommt oder wenn man ihr zum Beispiel die Flasche gegeben hat und Pampers gewickelt hat und also alles gemacht hat, was man machen muss und sie trotzdem weint, auch wenn sie auf dem Arm ist oder auf dem Boden ist oder man kriegt sie einfach nicht beruhigt, wenn sie auf ihrem Trip ist. Tochter Zoe ist allerdings nicht der einzige neue Mensch in ihrem Leben. Alicia hat sich verliebt. Gangster mit Sonnenbrille. Ja. Tim ist 21 und besucht sie jedes Wochenende in der Mutter-Kind-Einrichtung. Alicia hat bei der Beziehung den Turbo eingeschaltet. Oh, bist du mein Papa? Ja. Du hast gerade schon Papa? Ja. Wie kommt das? Er ist ja nun mal irgendwie der Papa für die Kleine. Ich meine, ihren Leiblichen kennt sie nicht. Er ist da, er zieht sie mit groß. Daher Papa. Für die 16-Jährige kann es mit der neuen Familie nicht schnell genug gehen. Und Tim? Kind hat dich nicht zögern lassen? Nö, also ich meine, vorher kannte ich das nicht. Also Alicia ist jetzt meine erste Freundin, man kennt. Das ist was Neues gewesen, ne? Was habt ihr für Pläne? Also ich würde sagen, zusammenziehen, ein zweites Kind bekommen. Heiraten, ja. Und wie siehst du das? Genauso.
Auch Kira hat heute Besuch von ihrem Freund. Marvin ist 20 und wenn alles klappt, wollen sie so bald wie möglich zusammenziehen. In eine eigene Wohnung in Flensburg. Noch probt die Teenager-Familie am Wochenende. Denn dass die Babys von nun an den Ton angeben, daran müssen sich auch die jungen Väter erst mal gewöhnen. Und das ist oft schwerer, als sie es sich vorgestellt haben. Tim scheint vor der neuen Verantwortung jedoch nicht zurückzuschrecken. Im Gegenteil. Schon 4 Wochen nach ihrem ersten Date fällt der 21-Jährige eine Entscheidung. Ich habe auch immer zu ihr gesagt, dass ich immer mehr will als eine Beziehung. Und dann bin ich einfach mal in Flensburg Stadt gegangen. So heimlich, sag ich mal. Hab Ring gekauft und dann bin ich nachmittags hierher gefahren. Und dann hat er halt gefragt, ob ich seine Frau werden will. Ich habe ja gesagt. Und dann habe ich den Ring gekauft. Ein zweites Kind ist bereits geplant. Ende vergangenen Jahres treffen wir Kira wieder. Sie ist mit ihrem Sohn Luis in eine eigene Wohnung der Mutter-Kind-Einrichtung gezogen. Luis ist mittlerweile 2. Sie war 16, als er geboren wurde. Ihr Freund Marvin kam damals noch regelmäßig vorbei. Guck mal nach, was du haben willst. Ach, das möchtest du haben. Will Mama dir das machen? Okay. Doch die Familie, das sind inzwischen nur noch sie und Luis. Marvin ist weg. Seit Wochen hat der junge Vater seinen Sohn nicht mehr besucht. Natürlich ist das doof für mich, weil ich merke, dass mein Sohn auch einen Vater braucht, weil er seinen Vater ja auch schon öfter gesehen hat und auch schon lange Zeit mitbekommen hat und sonst was. Und er jetzt auf einmal nicht mehr da ist und Luis dann auch zu alles Papa sagt, zum Auto, zum Spielen meistens auch. Und Mama. Das ist für mich sehr, sehr schwer. Mama. Aber Kira lässt sich nicht unterkriegen, will trotzdem ihren Hauptschulabschluss nachholen. Das ist als alleinerziehende Mutter doppelt schwer, vor allem weil Luis sie jeden Tag aufs Neue fordert. Ja, er schimpft gerne bei, egal was man macht. Ist ein bisschen krütsch. Hast du das Leben mit Kindern so vorgestellt? Also manchmal könnte es tatsächlich einfacher sein, aber ich habe mich damit abgefunden und jetzt komme ich damit klar. Und was ist noch mal schwierig? Dass er so rumbockt. Also wenn man ihm zum Beispiel was verbietet, dass er dann auf mich zurennt und mir auch mal mich haut und sonst was. Oder dass er jetzt hier so rumbockt. Das zum Beispiel. Du möchtest ihn doch aufsetzen. Ja, dann mecker doch nicht immer. Soll ich den jetzt zumachen? Gut. Alltag, der Kraft kostet. Komm ich noch einen Kuss? Schade. Noch ein? Und der sie bald an den Rand ihrer Kräfte bringen wird. Vanessa ist inzwischen zu ihrem neuen Freund gezogen, ohne ihre Tochter Nele. Das war nicht ihre Entscheidung, sondern die des Jugendamts. Ihre Betreuer trauten ihr ein Leben mit Kind nicht zu. Nele und ich wurden getrennt etwa vor 1,5 Jahren. Ja, und seitdem sehe ich sie auch immer nur noch alle 2 Wochen. Und wie ist das? Schlecht. Schlecht für mich, für die Psyche. Es tut weh, jedes Mal wieder gehen zu müssen, noch 2 Stunden. Und wie reagiert Nele? Traurig. Sie weint manchmal, sie bockt dann rum und sagt, nein, ich will nicht, nein, ich will nicht, nein, ich will nicht, oder ich soll mitfahren. Ja. Zweisamkeit mit ihrer Tochter kennt Vanessa nicht mehr. Sehen darf sie Nele nur noch in Anwesenheit der Pflegemutter. Die seltenen Momente hält sie meist mit dem Handy fest. Momentaufnahmen ihres Lebens als Mutter. Ich habe das aufgenommen gehabt bei einem vorletzten Kontaktbesuch. Und wie ist das dann, die Videos sich anzugucken? Auf der einen Seite ist das schön, gut zu wissen, dass es ihr gut geht. Auf der anderen Seite tut es weh, weil ich sie dann in dem Moment nicht bei mir habe mehr, ne? Dass dieser schöne Moment einfach nur zu kurz war. Und was tut da weh? Das zu sehen, wie sie lacht, ihre Entwicklung, dass ich die nicht genau mitbekomme. Das reicht nicht für eine Mutter. Eine Mutter braucht ihr Kind. Und das 24 Stunden, 7.
Ihre Betreuer hatten bei ihrer Entscheidung das Wohl des Kindes, aber auch das der Mutter im Auge. Bei Vanessa war es eher so, dass die sich selbst vernachlässigt und übersehen hat und so angespannt war durch diesen Druck, dass sie meinte, sie müsste es unbedingt schaffen, weil das ja beim ersten Mal schon nicht geklappt hatte. Und dadurch war die so gestresst, dass sie selber nicht mehr wahrgenommen hat, an welchen Punkten sie abschalten durfte, wo sie sich Entspannung suchen konnte und sehr viel dann auch ihrer Tochter von diesem Druck übertragen hat. Also sie hat ihr keine Vorwürfe gemacht, aber schon dieses, und wenn du nicht wärst, dann müsste ich jetzt das alles nicht aushalten. Treffen darf Vanessa ihre Tochter nur 2-mal im Monat. Heute ist es wieder soweit. Sie freut sich sehr darauf, denn sie vermisst Nele. Vor allem, wenn sie andere Mütter sieht. Es ist sehr schwer, wenn man andere Mütter sieht mit Kind. Man sieht halt eben, wie sie sich um die Kinder selber kümmern können und die Kinder im Arm haben. Und die Kinder einfach zu Mama rennen und sagen, Mama, Mama, guck mal, guck mal, guck mal zum Beispiel. Die Chancen, dass Nele zu ihr zurückkommt, stehen schlecht. Eine Gutachterin erklärte Vanessa für nicht hinreichend erziehungsfähig. Aufgeben will sie dennoch nicht. Ich möchte dem Jugendamt beweisen, dass ich mein Kind selber großziehen kann und auch für sie da sein kann und nicht verantwortungslos bin, wie sie meinen. Man kann die Vergangenheit nicht mit jetzt vergleichen. Menschen ändern sich ja auch und werden auch älter und reifer. Und das vergisst das Jugendamt einfach. Und was haben Sie schon geändert? Vieles. Das habe ich geändert. Ich habe meine eigene Wohnung. Ich habe eine feste Beziehung. Tagesstruktur bekomme ich langsam auch hin, mit regelmäßig aufstehen. Aber jetzt freut sie sich erstmal auf das Wiedersehen mit Nele. Bei Alicia wirkt auf den ersten Blick alles perfekt. Freund Tim ist immer noch an ihrer Seite. Sie haben sogar noch ein gemeinsames Baby bekommen. Aber die Familie ist nicht mehr komplett. Alicias erste Tochter Zoe lebt inzwischen bei Pflegeeltern. Schmeckt, ne? Über die Trennung redet sie nur ungern. Ihr Kind zu verlieren war für sie ein Schock. Ich bin in den Raum reingekommen, nachdem die Betreuer mit dem Jugendamt gesprochen haben. Und die haben gesagt, ja, deine Tochter kommt jetzt weg. Also ich habe geweint und gezittert und ich wusste gar nicht, wie ich reden soll. Und ich konnte auch gar nicht richtig reden. Und dann hat die vom Jugendamt gesagt, wenn ich nicht aufhöre zu weinen, dann darf ich sie nie wiedersehen. Und dann musste ich mich einigermaßen zusammenreißen und habe gesagt, okay, dann bin ich damit einverstanden, weil es hieß, dass sie nur 3 Wochen erstmal weg soll, bis ich eine neue Lebenssituation gefunden habe. Und jetzt ist sie schon fast 2 Jahre weg. Der Grund, die Pädagogen trauten ihr nicht zu, Zoe großzuziehen. Ihre Betreuung wurde vorzeitig abgebrochen, nachdem es mehrfach zu lautstarken Auseinandersetzungen in der Mutter-Kind-Einrichtung gekommen war. Ich hatte Streit mit einer Mitbewohnerin und ich war immer sehr impulsiv, wenn man irgendwie was Schlechtes über mein Kind gesagt hat oder so, dann wird man als Mama nun mal sauer und benutzt Wörter oder macht Dinge, die nicht in Ordnung sind. Das bereue ich auch, was ich da getan habe. Da möchte ich aber auch nicht weiter drauf eingehen. Die war, glaube ich, doll mit ihrer Pubertät auch noch beschäftigt. Also das ist wirklich eine schwierige Aufgabe, beides dann hinzukriegen. Auf der einen Seite verantwortungsvolle junge Mutter zu sein und auf der anderen Seite aber auch dann die verliebte Jugendliche, die dann doch lieber mit ihrem Schatz um die Häuser ziehen möchte. Manchmal gibt es im Flensburger Haus Regenbogen aber auch ein Happy End. Zum Beispiel bei Silke, die heute Heimleiterin Heike Henningsen Mika besucht. Die beiden verbindet eine besondere Geschichte. Silke! Oh! Hallo! Das ist so schön. Oh, komm rein. Ja, gerne. Ach, Mensch, toll. Du warst ja lange nicht hier. Nee. Ich zeig dir mal, wie es bei uns aussieht. Willst du deine Jacke ablegen? Silke war erst 15, als sie einzog. 11 Jahre ist das her. Seitdem hat sich viel getan. Krass, 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 krass. Kannst du dir vorstellen, wie das da oben ist? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Du bist wirklich ganz sprachlos. Und das bin ich selten. Ja, weil sich so viel verändert hat hier. Das ist so nicht mehr das, was ich kennenlernen durfte und was ich genossen habe. Das ist so neu.
Aber die werden Rückblick. Haus Regenbogen wurde Silkes neues Zuhause. Nach einer Kindheit, die geprägt war von Gewalt. Mit Schlägen, kalten Duschen und Essensentzug. Man hat hier halt mehr Halt, finde ich. Ich finde es sicherer hier. Eindeutig sicherer. Und ich habe auch nicht so viele Angst. Also früher hatte ich Angst, irgendwie überhaupt ein kleines Kind auf den Arm zu nehmen, weil ich meinen Bruder damals fallen lassen habe. Und dann dachte ich, ich schaffe das mit dir ja auch nicht. Aber hier habe ich viel Unterstützung und ich denke mal, das denken die anderen auch. Beim Besuch ihres alten Zimmers kommen Erinnerungen hoch. Oha! Das war hier ein riesiges Zimmer. Ja, also ich sehe das ja jetzt hier täglich, deswegen muss ich genau überlegen, wie das bei dir war. Guck mal, hier ist jetzt das Kinderzimmer. Ganz anders, ne? Ganz anders. Nichts mehr so, wie du es kennst. Nee. Nee. Als ich hierher gezogen bin, war das halt so, bloß nicht. Ich wollte nicht weg von Mama und habe Heike auch ein bisschen angemacht. Geweint hast du viel, das weiß ich noch. Und geschrien habe ich. Ja, nach Mama geweint und ja. Rumgebrüllt, du willst das alles nicht und alles ist doof. Ja. Da warst du 15, ne? Ja. Und jetzt bist du 26. Ja. Ja. Das ist heftig. Ein Kind mit 15. Heute hat sie eine Erklärung dafür, warum sie unbedingt schwanger werden wollte. Erst wurde meine Schwester schwanger. Und sie hat die volle Aufmerksamkeit meiner Mutter bekommen. Und ich dachte so, machst du das auch, ne? Weil dann kriegst du ja auch Aufmerksamkeit und dann kriegst du das, was du dir jahrelang gewünscht hast. Dass der Schuss nach hinten losgeht, wusste ich natürlich nicht. Weil durch meine Schwester hat meine Mutter eben gesagt, nee, zwei Babys kann ich hier nicht haben, das schaffe ich nicht. Und dann bin ich ins Mutter-Kind-Heim gekommen. Auch wenn die Trennung von der Mutter schmerzhaft war, mittlerweile ist sie dankbar dafür. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie ihre Ersatzmutter. Ich sehe noch die kleine 15-Jährige, die weinend auf dem Flur stand. Und ich konnte ihr ein ganz kleines bisschen was mitgeben. Aber wenn sie jetzt kommt, dann ist sie eine junge Erwachsene, die ihr Leben alleine lebt, ohne uns auch klarkommt. Ich heule gleich. Warum? Weil das Gespräch hier so, weiß ich nicht. Was geht dir da so nach? Alles. Aber nicht im negativen Sinne, sondern so, wenn ich so halt die Erinnerung wieder so zulasse und ich weiß, wie ich damals halt so geweint habe und es war einfach schön hier. Wenn die Mutter-Kind-Einrichtung nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, wie mein Leben dann weitergegangen wäre mit Lea. Nach dem Auszug kam sie ihrem Traum vom Glück sehr nah. Mit einem neuen Mann gründete sie eine Familie. Als wir in Flensburg Kira das nächste Mal wiedersehen, wirkt sie verändert. Die Fröhlichkeit ist weg. Momentan fühle ich mich eher nicht so gut, weil in der Vergangenheit halt was passiert ist, was mich sehr belastet und das momentan einfach hochkommt. Und ich weiß, dass ich damit selber nicht klarkomme. Und ich fühle mich so lustlos, ich fühle mich so leer, ich weiß nicht, was ich mit mir selber noch anfangen soll. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach zu schwach bin, überhaupt irgendwas zu machen. Momentan. Gemeinsam mit ihren Betreuern hat sie entschieden, sich freiwillig in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Wir müssen noch mal gucken, wie wir das am Freitag mit Kiras Fahrt zur Klinik regeln. Ja, das Auto ist nicht da, ne? Nee, genau. Man weiß ja nicht, wie lange sie da bleibt. Also es war jetzt von 10 bis 14 Tagen die Rede. Mhm. Und je nachdem, was dann da mit ihr erarbeitet wird, ja. Weiß ich ja jetzt auch nicht. Manchmal ploppt da ja auch noch mal was auf. Dann kann das natürlich auch noch mal eine Verlängerung geben, ja. Sie weiß ja selber nicht so genau, was sie da so quält und warum sie sich nicht so fühlt. Ja, und klar, man kann das nicht so beschreiben, das Gefühl, ne? Dass sie da so einengt gerade. Bestimmt. Ja, und sie kriegt ihren Alltag nicht so gut hin. Ne? Nee. Obwohl sie ein super Zeugnis hat, glaube ich. Ja, das habe ich auch gehört. Sie hat ein Spitzenzeugnis. Aber das hat gut geklappt und dann kam offenbar dieser Einbruch. Ja. Geht zu Kira. Dass Themen aus der Vergangenheit die Mädchen einholen, hat Pädagogin Heike Henningsen-Mika schon häufig erlebt.
Hallo. Na? Hi. Na? Das ist ja eine nette Begrüßung. So. Ach, wie nett. Ja. Wie weit bist du denn mit deinen Reisevorbereitungen? Sollst du irgendwas mitbringen? Also eine Einweisung, damit die das da alles regeln können und ansonsten nichts. Ich glaube, das wird alles gut und das kriegst du alles wunderbar geregelt und wirst für dich ganz viel rausfinden, was mit dir los ist. Und ich glaube, das ist auch eine Chance zu gucken, die Krise zu nutzen und nach vorne zu gehen. Ja. Und wenn alles komisch ist, dann kommst du nach Hause. Dann sagst du Bescheid und dann kommst du nach Hause oder wir besuchen dich oder was immer du dann auch brauchst. Gut, dann tschüss erstmal. Ja. Mach's dann alles gut und richtig und wir hören ja dann. Okay. Okay, ciao. Tschüss. Es kam für mich insofern unerwartet, als dass ich ja gesehen habe, dass so das halbe Jahr sehr gut verlief und sie ihre Schule gut im Griff hatte und auch sonst den Eindruck machte, dass sie gut vorankam und dann doch relativ unverhofft und plötzlich in diese Krise geraten ist. Wobei ich inzwischen glaube, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt und dass sie sich selber so ein bisschen überrollt hat. Ich soll dir einmal Sachen packen für dich? Ja, komm mal hoch. Komm mal hoch. Setz dich mal hin oder stell dich hin. Auch Luis spürt, dass etwas nicht stimmt. Ein paar Hosen einpacken für dich. Aber jetzt brauchen wir noch Pullis. Hosen haben wir jetzt genug. Auf jeden Fall wird er merken, dass ich nicht da bin und dass er eine Veränderung sein wird. Und ich glaube auch, dass es ihn sehr belasten wird, weil er mich ja eine Zeit lang auf jeden Fall nicht sehen wird. Aber ich hoffe, dass er das ganz stark mitmacht. Wenn sie in der Klinik ist, wird der Zweijährige zu Kiras Schwester ziehen. Mitnehmen kann sie ihn nicht. Seitdem das mit der Vergangenheit hochkam, trinke ich halt mehr als sonst und das auch nicht gerade in wenigen Mengen, sondern auch in größeren Mengen. Und ja, deshalb soll ich die Entgiftung machen. Und steht dir das jetzt so ein bisschen bevor? Ja, natürlich, weil mir ist das selber noch nicht ganz klar, dass ich irgendwie ein Problem damit habe. Das ist eher der Ärztin aufgefallen und den Betreuern so ein bisschen. Aber ich mache es halt, weil ich weiß, dass ich schon mehr trinke als sonst. Am schwersten fällt Kira der Abschied von Luis. Noch nie waren sie so lange getrennt. Vanessa wird heute ihre Tochter wiedersehen. Ihr flattern die Knie. Das ist immer so eine Vorfreude und auch ein bisschen Angst. Wovor? Vor Ablehnung, ne? Dass sie mich irgendwie abstoßt und gleich wieder zur Pflegemutter rennt. Was würde das für Sie als Mutter bedeuten? Schmerz. Seelischer Schmerz. Nele wird von den Pflegeeltern gebracht. 2 Wochen hat Vanessa auf diesen Moment gewartet. Die Angst, abgewiesen zu werden, begleitet sie jedes Mal. Okay. Hallo, mein Schatz. Uni, bist du auch dabei? Willst du raus aus dem Auto? Oh ja. Und Neles Lachen nimmt ihr die Angst. Sollen wir das Entenfutter mit rausnehmen? Ja. Ist für die Hand? Ja. Dann laufen wir so. Anlaufschwierigkeiten hat keiner. Sie hat mich angegrenzt wie ein Honigkuchenpferd. Richtig schön, wie so ein Verliebtheitsgefühl, so Glückshormone und... Oh, soll ich wieder nehmen? Okay, dann nehme ich den. Ja. Ja, und Nele hatte auch Sternchen in den Augen oder Herzen in den Augen. Ne? Ja. Bei jedem Treffen sind Neles Pflegeeltern dabei, so will es das Jugendamt. Sie möchten im Film unerkannt bleiben, gehen vorweg. Das bemerkt Nele sofort. Mama. Was denn? Mama, Papa. Was denn? Das weg. Die sind nicht weg. Mama. Die sind spazieren. Was hat sie gerade gesagt? Wo Mama und Papa hin sind. Die sind weg, sag ich, die sind nicht weg, die sind spazieren. Aber das heißt, die Pflegeeltern nennt sie so? Sie sind beide, Mama und Papa. Fällt Ihnen das dann schwer? Ja, natürlich fällt mir das schwer, aber ich versuch's nicht zu zeigen. Aber wenn sie dann irgendwie weg ist, dann gehe ich damit auch wieder ganz anders. Und dann heule ich meistens oder bin echt nachdenklich, krieg Bauchschmerzen,
Aber jetzt muss ich mich da zusammenreißen und mitspielen bei ihr, dass sie das nicht falsch versteht. Genau. Ne? Und eine Umarmung. Und jetzt wieder weiter, okay. Und so Umarmung, wie sind die? Toll. Er gibt mir wieder so ein Zeichen für Liebe, ne? Und Anerkennung. Erst wenn Nele größer ist, will Vanessa ihr alles erzählen. Oh, guck mal, Andys. Musst du rufen, hierher. Zum Beispiel, dass Liebe auch zum eigenen Kind manchmal einfach nicht reicht. Ich soll da sitzen? Dann sitze ich da. Und jetzt? Mama auch trinken. Mama soll auch was trinken? Wäre das für Sie ein Problem, nicht mehr als Mama gesehen zu werden? Ja. Das war am Anfang ein ganz großes Problem. Am Anfang hat sie mich überhaupt nicht mehr Mama genannt, sondern immer Vanessa. Und das war dann schon hart, den eigenen Namen von der Tochter zu hören. Mutter sein für 2 Stunden. Die Zeit vergeht schnell. Ich komme nicht mit dem Bus mit. Ich komme nicht übernächste Woche wieder. Anja? Krieg einen Kuss? Tschüss. Tschüss. 2 Wochen, okay? Dann sehen wir uns wieder. Tschüss. Vanessas größter Wunsch, dass sie ihre Tochter häufiger sehen kann. Was geht Ihnen da gerade durch den Kopf? Dass sie bei mir bleiben soll. Viele Tränen gibt es plötzlich auch in Silkes Leben. Als wir die 26-Jährige wieder treffen, kommt sie gerade aus der Psychiatrie. Mein Mann hat sich von mir getrennt und das war einfach für mich emotional so hart, weil ich dachte, er wäre eigentlich der Mensch, der mit mir alt wird. Und das gab es einfach nicht. Ne? Also in dem Moment, wo er sich getrennt hat, war alles vorbei. Wie eine Seifenblase, die platzt. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich bin wertlos. Dieser innere Schmerz, der hat eigentlich dazu geführt, dass ich schlechte Gedanken gekriegt habe. Ich wollte mich selbst verletzen und da habe ich einfach gesagt, okay, ich brauche Hilfe, alleine schaffe ich das nicht raus. Die letzten Jahre waren die glücklichsten ihres Lebens. 3 Jahre war sie verheiratet, hatte mit ihrem Mann noch ein gemeinsames Kind bekommen. Jetzt ist sie wieder allein. 3 Wochen später besuchen wir Silke in ihrem neuen Zuhause. Die schlimmste Zeit liegt hinter ihr. Tapfer schaut sie nach vorne. Mit Tochter Lea und Sohn Linus ist sie in eine kleine Wohnung nicht weit von der dänischen Grenze gezogen. Ausziehen. Linus, ausziehen. Ämmchen raus. Hier sind wir nach der Trennung hergezogen und sind gerade dabei, uns einzuleben. Und gelingt Ihnen das? Ja, nicht ganz, ne? Also der Anfang war halt echt schwer. Aber jetzt so langsam, wo es mir besser geht, wo ich wieder volle Kraft habe, fangen wir an, so ein bisschen umzuräumen und zu gucken, wie es am gemütlichsten ist. Sollen wir uns einen Augenblick zu Lea setzen? Auch Lea und Linus müssen mit der neuen Situation erst mal klarkommen. Der 3-Jährige versteht noch nicht, was vor sich geht. Lea dagegen hat vieles mitbekommen. Die haben sich ganz oft gestritten. Und wie war das für dich? Nicht toll. Hast du da mal was gesagt? Mm-mm. Ich bin immer nur in mein Zimmer gegangen. Ich war halt traurig darüber und nicht so froh. Aber was soll's? Ich kann nichts dran ändern. Für mich ist es natürlich auch traurig zu hören, dass sie traurig darüber ist. Aber wir tun halt als Eltern genau das, was wir tun müssen, nämlich sie auffangen. Und ich habe ihr auch bewusst klar gemacht, dass sie nicht daran schuld ist. Das hat sie nämlich auch eine Zeit lang gedacht. Und da habe ich ihr diesen Wind aus den Segeln genommen und habe gesagt, nee, da sind allein Papa und ich dran schuld. Und ändern kann man es nicht. Ne? Das ist einfach, man muss das Beste aus der Situation machen. Bei Alicia und Tim läuft es weiter gut. Nur bei einem Thema gehen ihre Meinungen auseinander. Wollen wir hier mal kurz Babysachen gucken? Ja, dann guck doch mal. Oh, guck mal, Schatz. Da hat Liam auch mal reingepasst. Baby.
Oh, Schatz. Oh, guck doch mal, guck doch mal, guck doch mal. Oh. Das ist alles für kleine Kinder, also ganz kleine. Ja, das haben wir nicht mehr. Lass noch mal bei dem Wagen gucken. Einfach so. Wir brauchen keinen Wagen. Doch. Vielleicht brauchen wir doch einen neuen. Guck mal, so einen Wagen möchte ich unbedingt haben. Ich finde diese Griffe richtig toll. Was willst du mit so einem Wagen, wenn du kein Kind hast? Ja, für ein drittes Kind. Der ist voll schön. Was? Der ist voll hoch und dann kannst du so wippen. Ja. Aber das ist ja für die ganz Kleinen. Ja, aber vielleicht kommt ja doch noch ein drittes Kind. Wer weiß das schon. Ich möchte einfach keins mehr. Eins reicht mir. Aber sonst sind alle dafür, außer er. Also seine Eltern sind dafür. Seine Oma, meine Eltern, ja, sie meine sind nicht Geschwister. Dafür, aber sie hätten nichts dagegen. Sie aber die haben jetzt nicht gesagt, ja, mach jetzt. Ne? Also nee, das nicht. Aber sie würden sich freuen. Meine Mutter versucht auch immer ein bisschen mit zu überreden. Das geht nicht. Ich bettel einfach weiter. Bis irgendwann eine Lösung da ist. Ja. Und die Lösung wird sein, ein drittes Kind. Nein? So schnell wird sie nicht aufgeben. Na, Bibi, willst du auch noch Schwester oder Bruder haben, ne? Setzt sich Alicia demnächst durch, wäre sie mit 19 schon dreifache Mutter. Vanessas Ziel ist klar. Sie will im Leben ihrer Tochter eine größere Rolle spielen. Aber gibt es da überhaupt noch eine Chance? Sie lässt sich von einer Anwältin beraten. So, was führt Sie denn zu mir? Sie hatten mich ja angerufen und gesagt, dass Sie ein Problem haben mit Ihrer Tochter. Ja, genau. Möchten Sie mir mal die näheren Umstände so erklären? Mir wurde das Kind weggenommen und ich will sie gern zurückhaben. Okay. Sie haben ja Umgangskontakte genau. Mit Ihrer Tochter. Wie häufig finden die denn statt? Zweimal im Monat für 2 Stunden jeweils. Ja. Also 4 Stunden im Monat und zweimal. Also zweimal im Monat ist definitiv zu kurz. Also ich hatte ja beim Jugendamt schon selber mal angefragt und dann hieß es auf jeden Fall, dass zweimal im Monat schon extrem viel wäre, dass es ja nicht normal wäre, sondern die normale Regelung eigentlich alle 6 Wochen wäre. Wenn das Jugendamt sagt, das ist so üblich oder das macht man so, dann ist das aus meiner Sicht nicht richtig, weil der Gesetzgeber hat extra keinen Paragraphen, keine Normen in die Gesetze aufgenommen, wo es heißt, regelmäßig von Samstag 10 Uhr bis Sonntag 18 Uhr oder in Ihrem Fall zweimal im Monat oder alle 6 Wochen. Ich möchte, dass Sie da ganz viel Zuversicht haben. Ich bin eigentlich keine Anwältin, die Prognosen abgibt, aber in Ihrem Fall glaube ich schon, dass das alles gut wird. Das hört sich doch gut an. Das hört sich gut an. Die Anwältin will erreichen, dass Vanessa ihre Tochter häufiger sehen kann. Kurz darauf gibt es einen ersten Termin vor Gericht. Das Ergebnis, bevor entschieden wird, soll Vanessa erneut begutachtet werden.